Ja. Hardcore-Let's-Play. Hallo, ich Folge bei mir jetzt auch. Wir gehen nochmal, wir waren gerade ein bisschen Abflande unterwegs, wir haben jetzt den Weather Mod raus, weil es hat aber nur noch geruckelt und gezuckelt und gemuckelt. Nee, geruckelt nicht, aber es hat nämlich diese servermäßigen Standbilder. Gut, wir rennen, ich glaube die Zyklopen sind jetzt die Spawn-Lager. Also kein, also ja. Lass mich hier ein bisschen in die Höhle gehen, oder? Nee, ich will jetzt noch zu diesem einen Jack-Typen hin. Da war ich noch nicht. Also ich habe noch nicht keinen Rest auf die gemacht. Ey, die ist immer noch aggro auf mich, dieses Tag. Ach, das, der Typ ist despawned. Ja, das ist auch Nacht, ist der weg? Nacht immerhin, Nachtfisch. Was machst du? Dasselbe. Na komm, dann lass wieder nach Hause gehen. Schade, ich hätte gern gegen die Gruppen gekämpft. Die sind eigentlich nicht so schwer. Weil, deswegen wollte ich auch ein bisschen in die Höhle gehen hier. Mal gucken. Können wir ja machen, ich habe gerade eben erst schon Eisen gesehen. Hier, ich gehe mal gerade hier rein. Ah, hier kann man doch gut rein. Sieht doch sehr einladend aus. Da geht ein Krepper auf dich. Toll. Die besten Spieler der Welt. Ja. Ich hab, der hat Kupfererz freigesprengt, was ich noch nicht mehr abbauen kann. Da unten ist einiges. Das ist ein Krepper. Komm wieder hoch. Lass die um die Ecke kommen, die ganzen. Komm hinter die Ecke. Dann machen wir gleich alle weg. Ich habe dem Krepper eine Kombo gegeben. Nicht gegen euch schlagen! Ich muss weg. Ist einfach auch schon mal ab. Schauen, wann wir auf das erste Mod-Monster hier treffen. Oh, das schacht schon. Mist. Ich hab schon 4 Eisen jetzt. Hier geht's wieder hoch. Uran! Und ein Zombie. Hier gibt's Eisen. Was ich unbedingt mal brauche für eine Eisenspitzhacke. Hier ist noch wieder härteres Kupfer? Nee, hier ist es auch abbaubares Kupfer. Ich baue es einfach mal ab. Ich nehme hier die Kohle mit. Auch hier baue ich mal ab. Also wir sind schon in der Leitung, jetzt ist es schon weniger Rücken. Achtung, Zombie! So, okay, können wir eigentlich alles abbauen. Naja, so für meine Spitzhacke passt. Kupfer wird definitiv nicht unser Problem dieses Mal, glaube ich nicht. Das ist auch eigentlich nie unser Problem gewesen. Naja. Ich höre Lava. Ja, da ist ja auch, da läuft ja auch ein bisschen Lava entlang. Ist ja so ein kleiner Mini-Lava-Fluss. So, kannst du mal irgendwo einen Ofen hier platzieren für eine Eisenspitzhacke? Ich habe keine Spitzhacke mehr gleich. Ich kann ja nur Stein machen. Oder halt auch, warte. Ich baue hier gerade noch Kohle ab. Nicht in mich reinrennen. Hast du einen Ofen? Dann bau mal bitte auf. Ich habe keinen Ofen. Ich habe auch keinen Stein. Aber eine Workbench, die ich dir gleich geben kann. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Jetzt ziehen wir den Workbench dann hin. So, dann baue ich mal gerade einen Ofen. Zack. Guck mal gerade, was die Serverkonsole macht. Keinerlei Meldung von wegen, der Server kommt nicht mit. So, 8 Stück kann man ja mit einer Kohle brennen.
Also du hast doch mehr als nur eine Kohle. Warte, ich hab auch noch Erze, die gerade brennen kannst. Warte, ich habe noch genug für brennen, einen zweiten Ofen. Brennen. Und da bitte, da liegen ganz viele Erze. Ja, dann fange ich hier mal ein bisschen an zu brennen. Ich fange an zu brennen. beiden Eisen brennen ist doch unlogisch. So, dann baue ich mir hier mal. Ach Mist, ich habe kein Holz. Hast du Holz? Kohle brauche ich jetzt mal nicht. Nein, geh hoch. Dann muss ich gleich mal hochgehen. Ich lasse das hier unten mal brennen. Okay, mal. Ach, scheiße. Soll ich mal einen Enderman angreifen? Why not? Ist eigentlich eher ein schwaches Monster hier. Ja. Das zum Thema schwacher Monster. Ja. War Hit gegeben, das Ding ist tot. Hat sich nicht einmal wegteleportiert, gar nichts. Es wird aber nicht schwächer gemacht, also nicht, dass er da irgendwie ist. Es ist halt einfach. Und die Standardmonster sind eigentlich alle nur lachhaft für uns. Die dürfen uns nur kaputt lachen. Müssen jetzt erstmal noch ein bisschen in der Höhle. Ne. Warte mal, hast du nicht bei uns auch was gemacht? Na ja, wir bleiben jetzt erstmal hier in diesem. Ja, ich habe da einen Gang nach unten gebaut, aber noch keine Höhle gefunden. Aber ich weiß, dass da eine ist, weil da nämlich irgendwo ein Skelett rumgeklumpert wird, was ich was hat. Ja, da hier ist ja. Ah, da hieß sogar Eisen noch. Noch. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo wir waren. Und hier sind lauter Skelette. Ich bin in diesen tiefen Gang eingegangen, wo eben so viele Monster waren. Aber, ja, ich bin ja auch gerade im tiefen Gang mit einigen Monstern. Ich versteck mich jetzt hier. Da Krepper! Aber ich weiß nicht mehr, wo die Öfen waren. Was weiß ich noch? 3 Skelette! Genau, hier war die Lava, an der Lava dann einfach vorbei. Dann den Gang hier hoch. Und dann hier hinten lang. Nicht runter. So, damit deine Durability weggeht. Die geht nicht mehr weg. Ja. Hier sind dann die Öfen. Hier kann noch mal was rein. Du hast 13 Eisen. Ich kann nicht mal dazu schon. Zu regenerieren, also auf voll Leben kommt man nicht mehr. So 2,5 Herzen ist eigentlich so. So, wo ist denn jetzt zu wissen? Ich versuche mal irgendwie wiederzufinden. Zyklop? Wo ist ein Zyklop? Wir machen wir bei Platz. Mir. Kommst du mal her? Ja, warte, ich habe auch was für dich. Noch nicht angreifen. Fuck, da hinten ist auch noch ein Zyklop und ein Zombie. Zombie und Skelett greifen sich an. Skelett erschießt von mich Zombie. Warum auch immer hier ein Pferd in der Höhle ist. Warte, oh, das Skelett erschießt gerade einen Zombie. Also es will mich treffen und schießt den Zombie ab. Lass es das Ganze gerade mal tun. Da bitte. Ich muss mich in die Deckung. Na, geht nicht anders. Ich muss es jetzt töten. Zombie! Warte, ich geb dir was. Warte, ich hab was für dich. Ah, ich hab grad durchschnittliche Herzenanzahl, 1,5. 2,5. Hä, du hast doch Essen. Ess doch einfach und warte. Ja, ich esse ja. Durchgeht aber. Übrigens, dein Rücken sieht toll aus mit Pfeilen. Drück mal F5. Ja, jetzt weißt du, warum ganz toll ich so wenig Herzen hab. Sag mal, halt das Maul und geh warte, vom Eisen weg. Warte, ich leg den mal auf mich. Danke. Der geht weg? Okay, hau ab, hier hinter. Warum? Der ist ja, schon tot. Der hat ja nicht viel Leben. Aber ich wollte trotzdem mal irgendwie. Ein Zyklopenauge, was kann ich damit machen? Ich hab's gemacht. Ah, was machst du? Ja, ich wollte irgendwie. Ja, ich pack hier. Ach, warum sammle ich das alles auf? Ah, ich hab ja nur ein scheiß Schwert, ne? Damit kann man halt. Da braucht das nicht. Ess doch einfach raus und warte, das ist doch voll die Laschen. Taktik, einfach zu sterben. Das kann ich mir mit Zyklopen aber machen. Ein Schwert! Wir müssen noch einen Zyklopen töten. Ach nee, das meinst du, warum ich hier auf den Zyklopen. Deswegen sind wir hier in der Höhle. Komm mit. Warte mal.
Warte mal, wir gehen mal wieder nach Hause. Nee. Warum hier ist noch Eisen überall? Wir brauchen noch Eisen. Ja, okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Danach müssen wir mal nach Hause, dass wir bei uns zu Hause unten den Gang weiterbauen können. Und dann auf Höhe 14 baue ich dann mal einen riesengroßen Raum, wo Monster spawnen können, die wir klatschen können. Okay? Weil dann haben wir ein bisschen Kohle durch mit. Oh ja, hier ist sehr viel Kohle. Ja, wir brauchen wir alles immer wieder. Ja. Hier geht es direkt wieder ein bisschen tiefer. Man wird ja auch schnell eigentlich hohes Level, wenn man mal so einen fetten fettes Monster killt. Ich habe jetzt wieder 12 Eisen. Boah, ist hier eine Menge Kohle, Alter. Ja, alles abzubauen ist eigentlich Schwachsinn. Ja gut, wir bauen hier später für den Generator auch noch ordentlich Kohle. Die Klopmauer kann man kann nicht. Ich in die Wein-RBG-Richtung. Also ich fange bald an mit dem Industrial-Kopf auf jeden Fall. Ja, ich auch. Was brauchst du nochmal für Wind? Für eine Du willst Windrad. Tatsächlich das alles mit Wind machen, also. Und ineffektiv. Gut. Viel. Schafft. Okay, wir brauchen erstmal... Ich würde es mit dem Generator machen, weil hier eh so viel Kohle ist, aber gut. Ja, aber wir brauchen halt noch Kohle für andere Sachen. Ja, 7, 8 Kohle, 8 Kohle, glaube ich, oder so war das. Dann hat man schon eine Badbox voll, mit der man erstmal lange auskommt. Und mit Windkraft hat man Mühe, zumindest immer ich, wenn ich die verwende, dann hatte ich immer Mühe überhaupt. Nimm viel Eisen mit, für das, was ich vorhabe, brauchen wir echt eine Menge Eisen. Für unsere Windproduktion. Denn es gibt hier in den Dustelkopf 2 eine viel bessere Windproduktion. Doppelt so gut ist. Ich nehme das hier auch mal brauchen mit. Brauchen wir echt mehr Eisen. Da ist noch Eisen. So, Kupfer brauchen wir nicht mehr, haben wir schon. Aluminium. Tin habe ich mal mitgenommen. Toll. Ah, nee. Tin nehme ich wieder mit. Tin nehme ich nochmal mit. Das ist kein Tin. Das ist Aluminium. High Creeper. Lebst du noch? Ja, ja, aber es ist immer so doof mit dem Kackschwert. Weil es halt einfach mal, weil es halt nicht dreimal, sondern 4 Hits sind. Ja, der ist einfach so explodiert. Also ich kann Creeper eigentlich immer gut klatschen. Ich eigentlich auch, aber halt nicht mit Steinschwert, mit Eisenschwert geht das. Ich meine ja mit Stein. Ja, mit Stein muss man immer hingehen, klatschen. Ja, einmal und dann muss man einfach nur eine Dreier-Kombo danach machen. Ja, schon. Einmal hingehen, einmal schlagen, dann einmal schlagen und dann umdrehen und wegsprinten, damit er nicht explodiert. Und trotzdem explodiert er manchmal. Nee, bei mir muss ich nicht wegsprinten. Da reicht einfach ein S, ein bisschen länger. Ja, je nachdem, wie man ihn zurückgeschlagen hat. Wenn er eigentlich nicht so weit zurückgeschlagen wurde, dann... Ich fühle gerade irgendwie kein Eisen, sondern nur alles andere. Ja, ich irgendwie auch gerade. Aber hin, ich hab schon mal... 20. Da ist noch Eisen. Haben Zinn, Aluminium und Kram. Aluminium auch mitnehmen. Brauchen wir später auch ganz oft. Da müssen wir nicht mehr farmen gehen. Ja, natürlich. Gott, hier echt viel. Mitnehmen, weil was man hat, muss man nicht mehr erfahren. Ich versuche hier gerade irgendwie tiefer zu kommen, damit ich... Ich muss auch mal hier einen höheren Gang lang gehen. Aber übrigens, ich weiß nicht mehr, wie es nach Hause geht. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich wieder aus der Höhle rauskommen sollte. Wir sind nah beieinander. Hier ist Eisen hinter Aluminium gewesen. Bei mir ist hier Zinn oder sowas. Tin oder Zinn? Ich weiß es nicht. Nehme ich aber ruhig auch mal mit. Ah, hier geht's hier ist ein gerader Gang nach oben. Ich habe Tin, Aluminium, Zinn, nochmal Zinn, Kupfer, Eisen, Blei. Warte, ich komme mal gerade zu dir. Bleib einfach stehen. Ich brauche deinen Namen. Pack mal alle Ressourcen hier in diese Reihe. Kannst du... Upsa. Was sind wir denn jetzt genau? Hier. Ist wieder Kupfer haben wir. Noch ein anderes Kupfer. Wie so ein scheiß Skelett. Sollte ich kommen. Ich
schaue nämlich, dass ich von jedem Dingenserz halt nicht mehr als ein Stack mitnehme. Das geht halt vor allen Dingen für Kohle. Erstmal. Um Inventarüberfüllung zu vermeiden und am Ende festzustellen. Okay, Kohle halte ich erstmal. Kohle. Dreckswasser hier. So, das Skelett, lass das, ich will dich in eine Falle locken. Trotzdem noch ein bisschen Kohle mitnehmen, dass wir irgendwie ein Stack Kohle oder so mal irgendwann zusammen haben, wäre ganz cool. Nein! Du bist Creepervieh. Ah, hier ist noch zweimal Eisen und ein Krepper. Ich hab's gehört. Ja, ich habe zwei Schläge gemacht und bin dann zurück. Das ist ein Fehler. Also ich schau gar nicht, ob der hinter noch was ist. Das ist wichtig. Ich wäre bald mal dafür, wenn wir hier wieder abhauen. Ja, ich nach Hause. Auch. Ich irgendwie auch. Also wir haben jetzt dann doch schon ordentlich Ressourcen gesammelt. Ich habe jetzt immerhin schon mal 37 Eisen, allein ich. Brauchen, bis die alle gebrannt sind. Ich nehme halt einfach ein bisschen mehr alles mit und du halt spezialisierst dich mehr auf Eisen. Okay, meine Steinspitzhacke ist jetzt kaputt. Wenn ich die Metall öffne, da kommt einem so ein heller Lichtstrahl entgegen. Knall ich die Augen voll zusammen. Ich habe noch drei Kohle. Hier, nimm das mal mit. Da habe ich mal Inventarplatz. Ja, ich habe 60 Kohle. Jetzt. Hier ging's doch raus. Genau. Ich sehe hier hinten geht's raus. Oder? Nein, nee, das ist aber ein Gang hier lang. Ich war auch gerade bei dir. Ja gut, dann komme ich. Da ist ein Skelett. Hast du einen Bogen und ein paar Pfeile? Ich habe einen Bogen und 9 Pfeile, ja. Ja, dann komm mal her, dann schießt man das Skelett hier weg. Weil das steht ja echt doof. Ich ja gerade. Nee, hier ist so eine Hexe. Warte. Bleib da stehen, wo du bist. Du rennst aber immer in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, ja, wo bist du nämlich schon. Keine Ahnung, wo du bist. Wo bist du noch angegangen? Da unten bist du, okay. Hier lang. Von hier kommen wir nicht, aber hier. Guck mal, hier hab ich mich zu dir gebaut und da oben steht ein Skelett. Da, nee, da. Warte mal, rausholen. Wir haben 25 Durability. Achtung, es wird sich wehren. Gut, da kommt doch direkt ein Pfeil entgegen und ein paar Knochen. Ja, haben wir, okay, jetzt bauen wir zwei Pfeile verloren. Johnson Weg. Ja. Ja, du hast dich über mir lang gebaut, dann komme ich also da auch nicht hoch. Ach, scheiße. Halt. Haben wir so Kackweh gebaut? So, was essen. Wasser? Oh ne, passt schon. Aber warte, wir haben ja noch die Öfen in den Höhlen. Ah, shit. Weißt du noch, ich weiß nicht, wo die sind. Stimmt, hier ging's runter. Nein, hier lang. Nee, nicht beim Wasser. Das war nicht beim Wasser. Geh du mal in die andere Richtung, guck mal hier. Das erinnert mich an gar nichts. Hier ist ein Huhn, das ist. Nee, das ist ein Wichtbug, das muss sterben. Da ist der Creeper. Ich bin da, ich zu mir. Ich hab die Öl. Oder warte, ich hole einfach alles raus. Ja. Nee, doch nicht. Hier ist die Lava. Ja, ich bin so gut wie bei den Öfen. Ich bin schon da. Hier ging es lang und dann war hier in die. Ja, gut. Du bist den direkten Weg gegangen. Ich kannte den direkten Weg ja nicht. Sorry. Ich kannte ja nur den indirekten Weg. Den Zahn hab ich dann geschmissen, weil der Inventar voll war. Ey, was ist denn hier? Das habe ich nicht gebaut.
Doch, das war hab ich ja gebaut, weil ich da zu dir. Da war das Chicken auch, das habe ich eben getötet. Stand, war im Licht, war hart gehackt. Hast du schon wieder neue, hast du schon wieder Inventar voll? So, dann gehen wir mal zu. Ja, ich habe Inventar voll mit ganzem mit Heu. Und Mobs, Mobdorp. Ah, fuck. Das ist die falsche Richtung. Also wenn wir Leder brauchen, Pferde haben wir. Für eine Spinne. Schade, die Riesenkrabben sind despawned. Schade, stimmt, schade. Ich meine, Riesenkrabben, ich sag. Oh, guck mal. Der Bauer ist hier bei den Pferden. Der hat schon wieder die ganze Welt nicht und ich kann schon wieder sehen, dass links von uns eine Schlucht ist. Ganz toll. Tintenfisch. Wo ist eine Schlucht? Da unten läuft irgend so ein Jack-O-Man oder sowas. In der Höhle oder so oder unterirdisch. Alles. Guckt aber so irgendwo hin und erzählt irgendwas von Kisten. Von Höhlen. Das sind riesige Schluchten, alles Mögliche. Ich meine, ich will es ja nicht sehen, aber gut. Ich nehme mal gerade den Ton hier mit. Ja, dann nimm Ton mit. Ich schau mal hier, dass wir irgendwie noch mal ein Sapling hier was bekommen, aber. Ach, kommt mal hier nichts mehr raus. Ach scheiße, ich habe ein volles Inventar. Komm, ein Ei, wofür? Machen wir auch nicht. Meine Sachen sind alleine jetzt von dieser Tour schon fast kaputt. Also meine Spitzhacke ist ja kaputt. Meine Spitzhacke ist auch fast kaputt. Ich wünschte, man würde, wenn die Spitzhacken kaputt gehen, irgendwie, keine Ahnung, einen Griff unten und die quasi die Hacke oben bekommen. Man könnte daraus wieder irgendwas craften. Aber was ich zum Beispiel jetzt. Ein Stock, dass man quasi einen Stock wieder zurückbekommt und den. Oben das, wenn es ein Eisen ist, kannst du es in den Ofen tun und es da brennen. Also quasi wieder schmelzen, ja. Uran bitte nicht brennen. Dann bekommt man nämlich das. Warte, ich crafte uns direkt mal eine zweite Rohstoffkiste. Ich habe auch mal eine Kiste gemacht. Ja, ich mache unsere Rohstoffkiste. So, und hier in der Ecke ist unsere Rohstoffkiste. Da kommt alles rein, was wertvoll ist. Und ich sortiere die dann immer. Wie kann ich die denn sortieren? Unten rein die Erze und oben hin kommt dann das fertig gebrannte. Okay, das Zyklopenschwert hat einfach 1000 Uses. Das ist richtig gut. Oder den zyklopischen Stab, der macht halt 7 Damage. So. Als erstes brauchen wir für den Dingscraft erstmal einen Ofen. Einen Generator. Weil den brauchen wir so oder so. Jetzt Zinnerz. Wo ist denn das Zinnerz? Davon haben wir hier was. Bleierz. Haben wir schon geschmolzenes Blei? Haben wir noch nicht. Hier ist das zweite Zinnerz. Tin haben wir hier. Zweites Zinn haben wir nicht. Dann kommen hier die drei Kupferarten hin. Kupferohr. Ne, wir haben nur die beiden. Das ist Aluminium, Blei. Okay, eine einzelne Rohstoffkiste ist echt zu klein. Ja, eine einzelne Rohstoffkiste ist zu klein. Ich brauche eine zweite eigentlich. Vielleicht bauen wir gerade eine zweite noch. Dann kann man das besser sortieren und die findet man so. Haben wir Zinn? Wir haben nur zwei Zinnbarren. Brennen wir irgendwo Zinn? Wir hätten mehr Zinn mitnehmen sollen. Aber unten in der Höhle ist doch ganz viel Zinn.
10 habe ich noch, 10 habe ich noch. Hast du, wie viel denn noch? Ich habe noch, hier liegen ja noch in der Kiste. 10 von beiden Arten. Ach, Körper, wenn man hoch. Nee, falsche Kiste. Den Eisen, den Aluminium und gleich ein paar Zinn. Wir brauchen Bronze, wie stellen wir nochmal Bronze her? Kupfer und Zinn. Wie machen wir diesen Staub? Na? Da. Aber ich hab doch kein Meth. Ach, dann brauche ich erst einen Macowator. Ach du Scheiße. Okay, erstmal Generator. Tor. R. Gucken wir schon mal ein bisschen um den Dustelcraft. Ja, mach das. In der Zeit kann ich schon mal hier schauen, dass hier irgendwie. Schon mal das hier. Die Zinn, das ist ja Eisen, hier unten ist Zinn. Noch mal ein Hammer. Okay, das reicht. Ach, ich will nicht die volle. 4 passen. Was ist besser so? Dann haben wir wenigstens mal irgendwie ein paar Öfen. Dann kann man mal mehr als eine, als zwei, drei Sachen gleichzeitig. Wo hast du das Zinn hingetan? Zinn habe ich hier noch. Ich will was Zinn. Und Aluminium. Zinn muss brennen. Warte. Aber habe ich doch letzt eben erst. Okay, und dann nochmal einen Rubber brennen wir schon mal. Also eins ich auf jeden Fall oder zwei. Ja, das ist noch nicht in allen Kohle drin. Ich bin noch dabei. Pack mal hier oben in den einen rein, da oben. Ist Kohle, hier kommt noch Kohle rein. Hier kommt Kohle rein und da kommt Kohle rein. Das ist zwar ein Kohleverbrauch für den Anfang, sehr harter, aber schau mal, wie viele Öfen davon schon wieder in Benutzung sind. Platten und Zinnkabel. Jetzt brauche ich noch einen Rubber und ich hab's. Jetzt brauche ich. Ach stimmt, ich brauche mal Redstone für den Generator. Dann gehe ich mal runter in die Mine und hol Redstone. Ich mache mir aber gerade noch Holz. Ja, brennen wir irgendwo Gummibaumholz. Hier oben in dem einen Kill. Hinter, dass du zuerst einen Generator oder zuerst irgendwas für Ja, mache ich ja gerade einen Generator, aber den brauchen wir ja. Ja, und als zweites dann den Macerator, den Extractor. Weil mit dem Extractor bekommt man dann mehr aus Gummi raus. Dann haben wir keine Gummiprobleme mehr. Ich brauche aber auch noch den Macerator. Und als drittes dann den Macerator. Oder als zweites, ist egal. Und den elektrischen Ofen können wir uns noch erstmal sparen. Ich meine, noch kann man ja hier mit brennen. Also den würde ich direkt als Spitz machen. Aber erstmal baue ich einen Generator und eine Bedbox. Weil ich will Strom speichern können. Nur. Eben. Ich suche mal gerade hier unten noch Redstone. Kannst du mal bitte ein paar Steinspitzhacken runter in den Gang schmeißen? Stein, ja. Bin dabei. Dies beeilen, you. Ich bin da. So. Wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge angelangt.
Stimmt, ich habe auch 30 Minuten. Na ganz toll. So, das dürfte reichen. Danke. Mit Glück reicht es. Weil ich komme gleich auch noch mal runter, brauche ich auch noch ein paar. Ja gut, bis zum nächsten Mal. Ciao auch von mir.